Wie so eine Uzi oder so. Jetzt reicht's aber mal langsam. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Willkommen zu einem neuen Video und heute gibt's meine Silvester-Einkaufstour. Wobei man Einkaufstour nicht wirklich sagen kann, weil ich habe gestern um 9 Uhr zwei große Pakete bekommen. Da ist mein ganzes Feuerwerk drin. Ich war nicht einkaufen und ich würde mal sagen, wir packen das Ganze jetzt einfach aus. Aber bevor es losgeht, gehen heute liebe Grüße raus und zwar an Kid Inc. 100% King und Leon. Danke, dass ihr die Glocke aktiviert habt und falls bei euch die Glocke noch nicht aktiv ist, dann drückt unten drauf und jetzt hole ich mal das erste Paket. Oh. Oh. So groß ist ein Paket. Da steht das zweite. Sind schon ordentliche Teile. Machen wir sie auf. So, ich greife mal in den Karton. Was haben wir da als erstes? Ein Raketenset. Zieht euch das rein. Über 137 Teile. 7 Raketen sind da drin. Und dann noch irgendwelche kleinen anderen Kleinigkeiten. Fontäne und so weiter und so fort. Übrigens hat das ganze Zeug 200 Euro gekostet. Ich hatte noch so einen 25 Rabattcode. Also normalerweise hätte es 250 gekostet. Wenn ihr sehen wollt, wie ich ein paar Sachen davon in die Luft jage, falls ich da nochmal ein Video machen soll, dann lasst einen Daumen hoch da. Und ich würde sagen, bei 15.000 Likes werde ich das machen. Schauen wir mal weiter, was da noch drin ist. Das sind XXL-Raketen. 15 Stück sind da drin. So sieht das Ganze aus. Und da sind auch so komische Raketen. Also ich finde, das sind gar keine XXL-Raketen. Aber vielleicht heißt das XXL, weil da 15 Stück drin sind. Und das eben so ein heftiges Paket ist. So ein großes Paket. Fliegen, Steighöhe 90 Meter, inklusive Bombenraketen. Also das sind wahrscheinlich die hier, die so rund sind. Habe ich irgendwie noch nie in meinem Leben gesehen. Hier haben wir noch ein paar Raketen. 18 spacige Effekte. Ah, hier sind irgendwie solche Mini-Raketen noch drin. Was ist das denn? Sowas wollte ich eigentlich gar nicht haben. Also die ballern überhaupt nicht, solche Mini-Raketen. Ansonsten noch so ein paar kleine Raketen. Was haben wir noch so da drin? Hier haben wir dicke Goldraketen. 6 Stück sind da drin. Ich glaube, die werden richtig nice sein. Goldrausch. Hört sich schon mal gut an. Die werde ich auf jeden Fall in die Luft jagen, so wie alle anderen Raketen. Aber das ist echt viel Feuerwerk. Ich hatte noch nie so viel Feuerwerk. Also das ist das erste Jahr, wo ich so viel Feuerwerk habe. Machen wir weiter. Hier haben wir richtig geile Knallfolie. Die kann man sogar das ganze Jahr überzünden. Zieht euch das rein. Dann haben wir hier noch ein paar Raketen. Also irgendwie habe ich richtig viele Raketen am Start. 4 Stück sind da drin. So sehen die aus. Die sehen auch aus wie so Bombenraketen. Dann haben wir hier, darauf freue ich mich schon wirklich sehr, einfach so eine 1000er Böllerkette. 3 Meter ist die lang und das sind eben 1000 kleine Böller. Wie das knallen wird, also ich glaube, das wird nicht so lang knallen, sondern so richtig heftig, so richtig wie so eine Uzi oder so. Dann habe ich hier Phantasia. Also ich denke mal, das ist so eine Art Vulkan oder Fontäne oder so. Schaut euch das mal an. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Also das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Übrigens habe ich bei PyroWeb bestellt, falls es den einen oder anderen interessiert. Dann habe ich hier noch eine kleine Batterie. So sieht die aus. 16 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer, Feuerwerksbatterie. Batterien habe ich auch fast noch nie mein ganzes Leben gezündet. Ich fand die immer zu teuer. Aber die waren alle jetzt gar nicht so teuer bei PyroWeb. Aber wenn ich in so immer im Laden war, in Lidl oder so, da gibt es einfach Batterien für 50 Euro oder teilweise auch für 99. Ne? Das ist echt heftig. Und dann zündet man die an und dann ballert die nur so eine Minute und dann sind so 100 Euro weg. Hier habe ich noch eine Batterie. Multi-Effekt-Batterie. Shootout. 85 Schuss. Dann habe ich hier noch Fliegergeschwader oder irgendwelche Bienen. Also die sind ziemlich riesig. Ich hoffe, die werden schön abgehen. Spektakuläres Fliegersortiment mit Feuerwebeleffekten. 4 Stück sind da drin. Dann habe ich hier noch ein Ballett, heißt das. Das sind aber, glaube ich, Fontänen oder eine Fontäne oder so ein Ding, was mehrere Fontänen schießt und kein Vulkan. Noch ein Fliegergeschwader. Dann habe ich hier noch eine Böllerkette. Ach du Kacke, mein ganzer Karton ist gerade runtergefallen, aber nicht so schlimm. Das sieht einfach aus wie so ein Kuchen. Sieht auf jeden Fall sehr heftig aus. Celebration Cracker XL. Ich glaube, das müssten 300 Böller sein. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber das sieht auf jeden Fall sehr heftig aus, Freunde. Findet ihr auch? Mit dabei sind dann noch Black Cobra Böller, aber die sind nur mit Schwarzpulver. Ich glaube, das sind italienische Böller. Ich mache die mal kurz auf, dann kann ich euch zeigen. Das sind auf jeden Fall nicht so übertrieben heftige. Die sehen so aus. Das sind solche Reibekopfböller, die kann man einfach an diesem Streichholzstreifen da, Streichholzverpackungsstreifen, anreiben und dann knallt das eben. Die finde ich wirklich sehr nice. Ich bin schon gespannt, wie laut die knallen. Die fühlen sich auf jeden Fall sehr hart an. Frosch B, 4er Packung. Nochmal Cobra Böller, aber diesmal kleine. Die mache ich auch kurz auf, kann ich euch auch gerade mal zeigen.
Oh, nee, das sind doch nicht kleine. Das sind große, aber auch Reibekopf. Schaut mal, wie groß die sind. Da sind aber leider nur 3 Stück drin. Aber ich denke, die werden ordentlich knallen. Die sind auf jeden Fall sehr hart. Ich glaube, die sind sehr qualitativ hochwertig. Die haben auch, glaube ich, ein Euro gekostet oder so. Also 3 Euro die Packung. Silver Pirate Böller habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die Packung ist auch schon offen, weil der Karton gerade runtergefallen ist. Die sehen so aus. Die sind auf jeden Fall auch sehr hart und es sieht so aus, als wenn die gegipst sind. Also ich denke, die werden auch ganz schön laut knallen. Dann habe ich hier noch so eine 100-Schuss-Batterie, so eine kleine Batterie. Die wird auch ordentlich klein, denke ich mal. Über 140 Gramm Pulver. Keine Ahnung, ob das viel ist für eine Batterie oder nicht. Auch süß, ein paar kleine Raketen. Ich denke, die werden nicht so heftig sein. Dann habe ich hier noch ein römisches Licht in Blau. Space Sound Raketen. Keine Ahnung, was das für Raketen sind. Die sind auf jeden Fall auch so klein. Ich denke mal nicht, dass sie so heftig sein werden, aber für zwischendurch ist das schon in Ordnung. Dann habe ich hier nochmal diese Cobra-Böller, die ich euch vorhin schon gezeigt habe, diese Dreierpackung. Noch mehr Cobra-Böller, aber das sind andere, die sind noch ein bisschen größer und da sind 5 Stück in der Packung drin. Kubanische Kanonenschläge, ich denke, die kennt wirklich jeder. Frösche, noch mehr Frösche, noch mehr Frösche. Österreichische Reibekopfknaller, die kenne ich auch nicht, habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich hole mal einen raus und zeige die euch. Die sind auf jeden Fall sehr dünn, gelbe Reibekopffläche, ziemlich nice, fühlen sich auch sehr hart an. Ich bin mal gespannt, wie laut die knallen werden. Spirit Sun, das ist irgend so eine Sonne, die wird sich anscheinend drehen, 50 Sekunden lang und mit 5-facher Verwandlung. Da bin ich schon gespannt. Ich denke mal, die muss man irgendwo hinhängen, muss ich mir nochmal durchlesen, keine Ahnung. Nochmal 5 Cobra-Böller, römische Lichter, 20er Packung. Nochmal die österreichischen Reibekopfknaller. Hier noch eine kleine Böllerkette mit 200 Böllern dran. Nur einmal anzünden. Ja, logisch bei einer Kette, oder? Und zum Schluss, in dem ersten Karton sind noch ein paar Raketen drin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon viel Zeug. Und einen Karton haben wir noch übrig. Da werde ich ganz schön lange knallen. So wie immer. Zweiter Karton ist offen, weiter geht's mit dem Unboxing. Wir haben hier auf jeden Fall noch mehr Raketen. Nochmal 6 große Goldrauschraketen, also noch eine zweite Packung davon. Dann haben wir hier noch eine Packung kleine Raketen. Ach nee, das sind die XXL-Raketen oder eher gesagt diese XXL-Packung. Noch eine zweite Packung davon, richtig nice. Oh mein Gott, wie viele Raketen ich habe. Und noch eine Packung Raketen, da sind 7 Stück drin und noch ganz viele kleine Einzelteile. Auf jeden Fall heftig, echt heftig, dass ich so viele Raketen habe. Noch ein bisschen Knallfolie, eine Packung kleine Raketen, dann eine Packung noch kleinere Raketen und dann eine Packung noch kleinere Raketen. Nochmal ein römisches Licht in Blau. Noch eine Packung Silver Pirate Böller. Noch eine Packung kanonische Kubanschläge. Schon wieder die österreichischen Reibekopfknaller. Alter, wie viele Böller ich bestellt habe. Frösche. Doppelpackfrösche. Römisches Licht in Rot. Space Sound Raketen. Noch so ein Phantasia. Was auch immer das ist. Fontäne, wie auch immer. Cobra Böller. Cobra Böller, nochmal Cobra Böller, noch mehr österreichische Reibekopfknaller. Jetzt reicht's aber mal langsam. Nochmal diese kleine 100-Schuss-Batterie. Jetzt fällt mir auch wieder ein, warum ich so viele Sachen doppelt genommen habe, weil ich musste unbedingt über 200 Euro kommen, weil ich Versandkosten sparen wollte. Versand hat irgendwie 30, 40 Euro gekostet, weil es Gefahrgut ist. Und ab 200 Euro ist kostenloser Versand, deswegen wollte ich unbedingt über 200 kommen. Da habe ich halt ein paar Sachen mehr genommen, ne? Ballett, das wird bestimmt ballern. Cobra Knaller, die 10.000ste Packung. Nochmal so eine kleine 200er Böllerkette. Noch eine 1000er Böllerkette. Cobra Knaller. Eine Batterie. Noch eine Batterie. Shootout Multi-Effekt. Für zwischendurch noch ein paar kleine Raketen. Frösche. Frösche. Kann man nie genug davon haben. Noch eine Spirit Sun. Die zweite Packung römische Lichter. Nochmal Celebration Cracker XL. Das ist dieses eine Teil, was ich vorhin aufgemacht hatte. Und zum Schluss nochmal 2 Packungen Fliegergeschwader. Wow, ich wusste gar nicht, dass ich so viel bestellt habe. Irgendwie habe ich das nicht so in Erinnerung. Aber naja, da werde ich ganz schön lange knallen damit, Freunde. Ich kann es kaum erwarten, das endlich zu zünden. Und Bella anscheinend auch. Na, süße Maus. Katzen gehen so gerne in Kartons. Kannst du mir sagen, wieso, Bella? Oder könnt ihr mir das sagen? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Süße Maus. Magst du Feuerwerk? Okay, Freunde, das war's mit dem Unboxing und übrigens habe ich noch ein paar China-Böller-Packungen vom letzten Jahr. Ist echt eine Menge Zeug. Wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie ich etwas davon anzünde, dann lasst einen Daumen hoch da. Bei 15.000 Likes werde ich das filmen. Ansonsten abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt.